So, wie ihr seht ihr mich jetzt gar nicht mehr. Wir sind jetzt hier am PC. Und zwar schauen wir uns jetzt nämlich in diesem Teil an, wie die Software funktioniert. Zumindest die Software am Computer. Weil man dazu erwähnen muss, dass wir einmal praktisch das Ganze über den Computer, die ganze Show planen und speichern auf dem Konto praktisch und letztendlich dann, wenn wir draußen sind, bei der Anlage das Ganze über die Handy-App natürlich machen, die dann mit dem Konto geknüpft ist und da die Show dann praktisch gespeichert ist. Wie kommen wir zu dem Showdesigner, nennt sich der von der Firma Ignite. Wir gehen einfach auf die Homepage von Ignite, ignitefiringsystems.com. Wie schon gesagt, ist leider alles Englisch gehalten, das heißt, es ist ein bisschen tricky das Ganze. Genau, was wir noch kurz dazu erwähnen können, wir haben schon auch die Möglichkeit, eigene Zündkabel praktisch der Firma Ignite zu nutzen. Ich weiß gar nicht, die sind jetzt hier gar nicht mehr drin. Die sind aber nicht gut, weil sie keine richtigen E-Zünder sind. Deshalb habe ich mich entschieden, eben diese richtige E-Zünder zu kaufen, weil ich mit dem mit meiner anderen Anlage schon einfach den Vorteil hatte, beziehungsweise dass ich da einfach gute Erfahrungen gemacht habe. Deshalb bleibe ich auch damit und auch in den ganzen Foren und sowas heißt es einfach, dass die natürlich deutlich besser sind, die richtigen E-Zünder, als diese E-Fuse-Connector oder sowas, wie die heißen, auch eben von der Firma Ignite. Nichtsdestotrotz, genau, wir gehen hier auf Products. Hier sehen wir jetzt auch schon die i36. Ich klicke mal ganz kurz drauf. Da haben wir das auch noch mal kurz abgehandelt und haben eben das Richtige. Genau, die sieht dann, wie gesagt, im Grunde genau vergleichbar aus, hat aber dann statt 18 Kanäle halt eben 36 Kanäle. Jetzt haben wir auch dann die richtige Anzahl. Genau, also wie gesagt, vom Funktionsumfang her genau gleich, bloß dann eben mit 36 Kanäle. Also für jemand, der eben gleich sagt, 18 sind ihm zu wenig, kann eben gleich auf die 36 adaptieren. Soweit ich weiß, funktioniert hier aber eben genau das Gleiche, dass wir mehrere gleichzeitig dazu zünden können. Maximal Q steht jetzt hier nicht. Aber es funktioniert hier auch über die Farben. Das heißt, es werden auch genauso sechs Möglichkeiten sein, also sechs Kanäle werde ich da dann eben anschließen können. Ja, das nur nebenbei. Noch ein ganz kurzer Hinweis. Ich glaube, meine Sprache ist jetzt ein kleines bisschen schlechter, weil ich über den Laptop jetzt aufnehme, wo ein Mikrofon integriert hat. Deshalb, nicht wundern, ist jetzt der Ton wahrscheinlich ein bisschen schlechter, aber ich hoffe, man hört mich trotzdem. Wir gehen auf Products und gehen auf Show Designer. Und dann, genau, wird hier nochmal alles so erklärt, was der Show Designer ist. Dann kann man hier letztendlich auf Access Ignite Show Designer. Habe ich jetzt schon gemacht, weil ich jetzt schon angemeldet bin. Deshalb switchen wir hier jetzt auf die andere Seite rüber. Und wir sind nämlich dann schon in dem Show Designer drin. Hier haben wir dann jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir haben Möglichkeiten auf der linken Seite hier gesehen, New Show, also eine neue Show zu planen. Das machen wir jetzt auch gleich. Import Show, also wenn ich schon eine Show gespeichert habe praktisch, kann ich die mir hier in mein Profil reinladen. Oder meine Shows, das schauen wir mal ganz kurz an, weil hier ist nämlich zum Beispiel Silvesterfeuerwerk 2022-2023 drin. Wenn wir hier mal draufklicken, dann gehen wir mal kurz hier auf Open. Und dann sieht man hier nämlich schon, dass hier meine Liste meiner letzten Silvesterfeuerwerksparty gespeichert ist. Wir haben nämlich letztes Jahr mit der Argento Akira angefangen, hatten dann die Vulkan Stand Aside und so weiter und so fort. Genau, und hier sieht man eigentlich schon mal eben ganz gut, was wir jetzt gleich machen. Das heißt, wir haben einmal, vorne haben wir praktisch die Anzahl, wie viele Produkte wir haben. Dann haben wir Event Time, also wann das Ganze gezündet werden soll oder wann das Ganze läuft. Color, wie gesagt, ist alles rot gewesen, weil ich eben 18 Kanäle komplett voll ausgereizt hatte mit nur einem Modul. Q ist dann praktisch der Zündkreis, also praktisch der, der Kanal letztendlich. 1, 2 bis zu 18. Dann können wir Firework Name, also können letztendlich dann
unseren Artikel praktisch noch benennen, welchen Artikel wir da letztendlich auf 1, 2 und so weiter haben. Duration ist dann letztendlich, wie lange das Ganze läuft. Also die Argento Akira hat eine Laufzeit von 20 Sekunden gehabt. Die Standard Seeder hatte zum Beispiel 25 Sekunden und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier noch Ignite Prefire. Das nutzen wir, habe ich bisher tatsächlich noch nicht genutzt. Werden wir jetzt aber auch diesmal bei dem Test nutzen, weil das tatsächlich jetzt noch eine Geschichte ist, weil ich immer noch so 3 Sekunden mit einrechne, wo praktisch die Zündung stattfindet, aber dann muss ja erstmal trotzdem das Ganze ja gezündet werden. Das heißt, ich habe ja immer noch eine Visco, wo dann praktisch den Artikel anzündet. Das heißt, je nachdem wieder die Visco, wie lang die letztendlich ist, habe ich, wie gesagt, immer noch sicherheitshalber 3 Sekunden eingerechnet gehabt, dass praktisch 3 Sekunden die Zündung erfolgt und dann hoffentlich nach 3 Sekunden auch dann eben der Artikel richtig gezündet wird, so dass ich eben nahtlos einen Durchlauf habe praktisch. Genau, und Ignite Prefire, das probiere ich jetzt mal aus. Da kann ich eigentlich die 3 Sekunden nämlich, glaube ich, schon direkt eintragen, dass praktisch ich hier nicht mehr 3 Sekunden umrechnen muss, weil das dann natürlich ein Haufen Arbeit. Probieren wir, wie gesagt, jetzt gleich aber aus bei unserem Testlauf. Zu guter Letzt schauen wir uns noch kurz hier unten die Timeline an. Die kann ich, glaube ich, hier auch größer machen, genau. Weil hier ist jetzt zum Beispiel nämlich dann die Timeline. Das heißt, wir haben hier die Akira gehabt bei 0 Sekunden Start. Dann geht das Ganze 20 Sekunden bis hierher. Und wie gesagt, eben dann bei 17 Sekunden Start hatte ich dann die Vulkan Standeside, also eben diese 23 Sekunden Puffer dazu gerechnet, 3 Sekunden Puffer gerechnet, weil ich dann gehofft habe, nach 3 Sekunden ist sie endlich startbereit und zündet dann hier, wenn eben das hier aufgehört hat. Und so geht es dann letztendlich weiter. Hier habe ich was doppelt gezündet gehabt. Genau, aber hier sehe ich dann praktisch auch nochmal die ganze Timeline. Ja. Ich rede schon wieder viel zu lange. Wir gehen jetzt mal auf New Show, weil wir jetzt natürlich das ja nochmal planen wollen. Das heißt, wir machen Tests Dets.2023. Das reicht mir eigentlich, dass ich weiß, um was es hier geht. Dann machen wir Create Show. Also hier könnt ihr praktisch dann natürlich Silvester Show, was auch immer, dann benennen, wie ihr die Show benennen wollt. Lucio, Show Have Music, no. Das ist nochmal ganz interessant, das hatte ich bisher noch gar nicht erwähnt, dass praktisch die Anlage auch mit Musik funktioniert. Das heißt, ich kann tatsächlich auch über die Handy-App dann praktisch Musikstück speichern, kann das dann über das Handy oder über einen Lautsprecher, kann ich praktisch auch Musikfeuerwerk machen. Sichtlich relativ professionell und hier könnte ich jetzt eben sagen, dass ich ein Musikstück habe, aber wir machen das Ganze ohne Musik. Das heißt, wir gehen hier auf No. Zu der Anlage muss man natürlich noch erwähnen, das hatte ich auch eingangs ganz vergessen, dass es natürlich ein automatisches System ist. Das heißt, das ist das Besondere, was eben, wo ich mich auch für diese Anlage entschieden habe, dass ich praktisch hier sagen kann, dass ich mir meine Show vorher plan und dann einfach alles automatisiert geschossen wird, besser gezündet wird und ich mir halt eben keine Gedanken mehr machen brauche, wann muss ich jetzt was zünden, was ich ja vorher hatte, da hatte ich ja kein elektrisches System. Also keine Software oder sowas, das heißt, ich habe halt warten müssen, bis die erste Cake fertig war, dann habe ich einen Knopf gedrückt für die zweite Cake. Ist schon mal entspannter, als alles einzeln anzuzünden, aber wie gesagt, hat doch was, wenn man halt eben 18 Cakes oder vielleicht sogar noch mehr dann automatisiert gezündet werden, ich einmal Startknopf drücke, die Show beginnt und ich halt einfach genießen kann. Deshalb habe ich mich dafür tatsächlich entschieden gehabt für diese Anlage. Ja, wir haben jetzt eben, wie gesagt, unsere neue Show hier oben drin. QEQS ist zum Beispiel der Code, Showcode. Das heißt, wenn ich jetzt eben die Show für jemanden anderes teilen möchte oder sowas, kann ich praktisch über diesen Code das Ganze eben machen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier natürlich noch nichts drin. Wir starten bei ganz neu. Das heißt, wir fangen jetzt hier an at Time Event. Jetzt haben wir nämlich den ersten Artikel hier drin. Der startet bei 0 Sekunden, 0,0. Dann haben wir, wie gesagt, unsere rote Box letztendlich, Q1, also Zündanlage Kanal Nummer 1. Hier machen wir jetzt zum Beispiel die Komet Fontäne. Was hat mit Gelb? Machen wir mal Gelb.
Ich weiß tatsächlich nicht, wie lange die laufen. Ich gebe jetzt einfach mal 60 Sekunden ein. Gehen die 60 Sekunden? Ich weiß es nicht. Machen wir mal vielleicht 50 Sekunden. Prefire machen wir hier mal nicht, weil ich ja wie gesagt genau bei 50, also bei 0 starten möchte. Und dann ist das Ganze tatsächlich schon gespeichert. Mehr brauche ich letztendlich hier bei dem Ding gar nicht machen. Nächster Artikel mache ich wieder Add Time Event. Dann starten wir hier. Gehen wir einmal hier drauf. Dann kann ich sagen, entweder ich starte bei einem beliebigen Zeitpunkt oder after previous Event 50 Sekunden. Das heißt, ich starte hier jetzt nach 50 Sekunden. Tu letztendlich dann einmal Change, also dass das Ganze gespeichert wird. Das klicken wir mal weg. Ich kann auch hier unten dann hin und her schieben. Brauchen wir nicht. Wir machen hier auch natürlich das rote Modul Q2, Kanal 2. Wir machen hier nochmal die Komet von. Jetzt habe ich irgendwas Falsches geklickt. Das war falsch. Gehen wir nochmal zurück. Komet Fontäne Blau. Dann machen wir hier auch eben die 50 Sekunden. Ich hoffe, dass die 50 Sekunden passen. Ich mache jetzt hier aber dann eben die 3 Sekunden als, ja, nicht ganz so lang. Wird ja, glaube ich, gleich gezündet. Ja, wir machen 2 Sekunden jetzt mal als Puffer rein. Genau. Und dann ist das Ganze gespeichert. Dann nehmen wir jetzt noch die nächste. Die startet nicht bei 50 Sekunden, sondern die will ich letztendlich dann auch. Previous Event, also bei 1,40 möchte ich die gezündet haben. Machen wir auch auf Rot. Kanal 3 passt. Hier machen wir dann das andere war Weko. Fontäne. Da habe ich jetzt keinen genauen Namen. Die machen wir mal auf 60 Sekunden, die geht vielleicht länger, ich weiß es nicht. Hier machen wir dann auch die 2 Sekunden mit rein. Und der letzte Artikel, wir haben ja 4 Artikel. Da will ich tatsächlich anders starten. Hier will ich nicht bei einer Minute starten, sondern ich will die vielleicht zeitgleich hier haben. Also nicht ganz zeitgleich, sondern wir starten hier bei 1,40, dann starten wir bei 1, 60. Machen wir mal 1,60 zum Ja, 1,60 wären dann 2 Minuten. Logisch. Aber da ist das System ja auch schon so schlau und macht es automatisch rot. Vierter Kanal, wir machen hier noch zu guter Letzt die Weko-Fontäne. Machen hier dann auch die 60 Sekunden und auch hier mache ich 2 Sekunden vorher rein. Bestätige das mit Enter und dann haben wir unsere Show praktisch schon geplant. Wir schauen uns unten einmal kurz die Timeline ein, weil hier kommen wir jetzt nämlich eben zu dem coolen Punkt, dass wir hier sagen, wir starten hier mit der mit Fontäne Gelb, 50 Sekunden. Dann haben wir hier 50 Sekunden, 50 Sekunden, die Komet Fontäne Blau. Man sieht hier jetzt aber so einen kleinen Strich vor, der, das ist eben die Zündung. Das heißt, die Zündung startet dann praktisch schon hier und dann starten wir hier hoffentlich mit der Zündung. Und so sieht es jetzt bei allen anderen aus, bis auf eben bei dem letzten. Da haben wir die 2 Fontänen hoffentlich so ein bisschen zeitgleich noch gezündet. Ja, das war es tatsächlich eigentlich schon. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist letztendlich die Show speichern. Wir haben sie gespeichert und das war es dann letztendlich schon. Das heißt, wir können jetzt hier das Ganze beenden. Wir sehen uns dann jetzt gleich in der freien Natur wieder. Wenn wir das Ganze zünden, da zeige ich euch dann nämlich einmal nochmal die Handy-App, wie das Ganze funktioniert, was da die Funktionen sind. Und sehen dann die Zündung letztendlich. So, jetzt sind wir draußen. Ich habe die Anlage schon in der Hand. Was ich gemacht habe, ist die Antenne noch draufgeschraubt. Mehr brauchen wir nicht machen. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir schließen jetzt das Ganze mal kurz an. Hier habe ich jetzt alles aufgebaut.
Ich schließe jetzt, gelb war glaube ich die Nummer 1, tue ich an Nummer 1 einfach nur einstecken. Und wie gesagt, das war es dann tatsächlich schon. Das gleiche mache ich mit der Nummer 2. Stecke ich dann bei Nummer 2 rein. Nummer 3. Und zu guter Letzt die Nummer 4. Dann stellen wir das Ganze mal hier ab. Ich schalte das ganze Ding an. Jetzt leuchtet das Ganze schon mal rot. Und wir wechseln jetzt die Kameraperspektive. Wir sehen uns gleich nochmal. So, jetzt seht ihr mich also am Handy, beziehungsweise mein Handybildschirm. Und zwar die Ignite-App ist natürlich runtergeladen. Die sollte man sich natürlich aus dem App-Store kostenfrei runterladen. Genau, wir öffnen uns diese Ignite-App. Dann sehen wir Folgendes. Erstmal noch gar nichts. Wir warten einen kurzen Moment, bis eben dann das Modul sich verbindet. Siehe da, oben kommt eine grüne 1, unten drunter steht verbunden. Bedeutet, dass Modul 1 verbunden ist. Und unten drunter sehen wir die Farbe rot. Das heißt, wir haben hier eben das rote Modul, wie ihr vorhin schon gesehen habt. Und auch letztendlich in diesem Show Designer online gesehen habt, alles mit dem Modul rot verbunden. Wir klicken jetzt einmal links auf Modul und da sehen wir jetzt nochmal zur Überprüfung eben einmal Modul 1 hat eine ID in der Farbe rot und wir haben 1, 2, 3, 4 Sachen angeschlossen, also das passt soweit. Also 4 Zündkabel sind angeschlossen, 4 Zünder sind angeschlossen, 4 Artikel somit sind angeschlossen. Und das heißt, wir können einmal wieder zurück, es passt soweit. Und zwar gehen wir jetzt nämlich auf Shows, weil wir haben ja vorhin eine Show geplant. Jetzt kann es sein, dass eben die Show noch nicht drin ist, was wir vorhin gemacht haben. Das heißt, wir gehen jetzt einmal auf Synchronisieren. Überprüfe Shows. Dann schauen wir mal, was passiert. So, wir hatten einen kurzen Schnitt in dem Ganzen drin. Und zwar hatte ich irgendwie, warum auch immer, gerade wir sind hier ein bisschen irgendwie auf einer Landstraße, neben einer Landstraße und hatten irgendwie keinen Empfang. Deshalb ist hier, ja, die Show konnte sich nicht laden. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Show geladen. Oben, ganz oben steht jetzt eben Test Dezember 2023, also so wie wir eben die Show vorhin genannt hatten. Da klicken wir jetzt drauf, die geht 2 Minuten 58. Wir gehen jetzt auf Show vorbereiten. Hier sehen wir jetzt nochmal das, was wir vorhin eingegeben haben. 1, 2, 3 und 4. Connect Kometfontäne gelb, Kometfontäne blau, Vekofontäne und nochmal Vekofontäne. Das passt soweit alles. Wir gehen auf OK. Beziehungsweise, ah nee, das ist einfach eine Erklärung, dass alles in Ordnung ist. Das heißt, wir gehen einmal auf Zurück. Und wir starten jetzt eben tatsächlich damit, dass wir nochmal auf die Show gehen und eben auf Show schießen gehen. So, da ist jetzt eben nochmal alles nochmal abgebildet, wie was gezündet werden soll. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier unten, wartet auf Start. Ist alles soweit in Ordnung. Wir haben oben Stoppshow oder eben Startshow. Wir drücken jetzt einfach mal Startshow und dann schauen wir mal, was passiert. Sollen die Module weiter schießen, wenn sie ihre Verbindung verlieren? Wir machen das Ganze, dass wir Feuer fortsetzen. Weil wenn der Empfang gestört werden sollte, soll trotzdem eben das Ganze, was wir da zünden, trotzdem funktionieren. Genau, ohne dass irgendwas gestoppt wird. Wir gehen jetzt auf Starte meine Show. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da hat irgendwas nicht so richtig gezündet, wie es eigentlich zünden sollte. Das lag aber eher einfach daran, dass ich das wahrscheinlich nicht richtig angeschlossen habe. Also der Zünder hat gezündet, man hat es ja gehört. Aber die Fontäne ging nicht an, warum auch immer. Jetzt warten wir auf jeden Fall mal, bis
die erste Fontäne durchgelaufen ist, weil dann sollte theoretisch gleich die nächste Fontäne auch starten. Ich hoffe, dass die wenigstens funktioniert. Auch hier geht nichts hoch. Aber auch hier hat man gehört, dass sie angegangen ist. Lassen wir uns auch mal kurz durchlaufen. Ich befürchte ja, dass dann wahrscheinlich dann die anderen zwei Sachen auch nicht starten. Aber auf jeden Fall funktioniert das mit diesen 3 Sekunden oder 2 Sekunden besser gesagt, was ich eingegeben habe, dass eben vor Ende, also vor dem Beginn das Ganze gezündet wird. So, jetzt. Das startet wenigstens. Sie gingen dann doch nicht diese versprochenen 50 Sekunden. Die letzte hat auch gezündet, hat man auch gehört oder vielleicht gesehen. Aber auch hier, warum auch immer, ist der Funke nicht übergesprungen. Ja, ein bisschen traurig, aber man hat auf jeden Fall, glaube ich, gesehen, wie es funktionieren sollte. Und damit würde ich sagen, ist das Video beendet. Gerne natürlich Daumen nach oben da lassen, Like da lassen und abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr nichts, was noch so online kommt.